Meine Damen und Herren, die Akademie für deutsches Recht ist schon relativ früh, nämlich zu Beginn der 1980er Jahre, aufgearbeitet worden. Das damalige Urteil, dass die Akademie eine weitgehend bedeutungslose Einrichtung gewesen sei, die die selbst gesteckten Ziele nicht erreicht habe, wurde unter anderem mit dem Scheitern ihres größten Projekts, dem Volksgesetzbuch, begründet. Wie stark dieses Urteil bis heute nachwirkt, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass das fünfbändige Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte keinen Eintrag zur Akademie für deutsches Recht enthält. Auch in dem einschlägigen Wikipedia-Artikel heißt es ausgesprochen knapp, Zitat, die Akademie nahm zwar einen wissenschaftlichen Betrieb auf, konnte ihren rechtspolitischen Auftrag jedoch nicht erfüllen. Ich werde Ihnen heute eine etwas andere Geschichte erzählen und beginne mit einem Überblick über die Quellenlage und den Forschungsstand. Die erste Aufarbeitung erfolgte durch zwei Dissertationen, davon eine englischsprachige, die beide im Bundesarchiv vorhandenen, sehr umfangreichen Aktenbestände ausgewertet haben. Die in diesem Bestand erhaltenen Protokolle, Referate und sonstigen Dokumente der rund 100 Ausschüsse, Unterausschüsse und Arbeitsgemeinschaften der Akademie wurden seit Mitte der 1980er Jahre von dem Kieler Rechtshistoriker Werner Schubert herausgegeben. Die inzwischen vorliegenden 30 Protokollbände umfassen mehr als 20.000 Seiten und stellen eine unverzichtbare Quelle für die Beschäftigung mit Zäsuren und Kontinuitäten in der Entwicklung nahezu aller Rechtsgebiete im 20. Jahrhundert, insbesondere an den Wendemarken 1933 und 1945 dar. Da die Diskussionen in den Ausschüssen zwar protokolliert wurden, aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, äußerten sich die Mitglieder sehr offen im geschützten Raum der Akademie. Nach außen hin wurde die Arbeit der Ausschüsse durch regelmäßige Berichte im Jahrbuch oder in der Zeitschrift der Akademie für deutsches Recht, die seit 1936 zweimal im Monat erschien, bekannt gemacht. Neben diesen beiden auf die Veranstaltungen und die Ausschussarbeit zugeschnittenen Publikationsorganen der Akademie wurden noch weitere Zeitschriften von ihr betreut. Zudem wurde in der Schriftenreihe der Akademie für deutsches Recht mehr als 90 Einzelstudien publiziert, darunter auch etliche, die im Rahmen der Ausschussarbeit entstanden sind, die dort erarbeiteten Reformvorschläge nebst Begründungen enthielten, aber auch über diese hinausgingen bzw. diese ergänzten, indem sie etwa die rechtshistorischen Grundlagen oder rechtsvergleichende Aspekte der in den einzelnen Ausschüssen diskutierten Rechtsgebiete behandelten. Außerdem erschienen in der Schriftenreihe Studien, die aus der Abteilung für Rechtsforschung hervorgegangen sind. Diese 1937 gegründete Abteilung sollte Grundlagenforschung zur nationalsozialistischen Rechtswissenschaft betreiben und damit wissenschaftliche Vorarbeit für die Ausschüsse leisten. Außerdem war sie zuständig für die Veröffentlichung der Akademie, einschließlich der Betreuung der Zeitschriften. Die Abteilung für Rechtsforschung erhielt nach dem traditionellen Akademieprinzip Klassen, nämlich erstens für Geschichte und Grundsatzfragen des Rechts, zweitens für Recht von Volk und Reich, drittens für volksgenössisches Rechtsleben und viertens für völkische Wirtschaft. Die Dokumente dieser Klassen, insbesondere die Protokolle ihrer Arbeitsgemeinschaften, sind bislang nicht publiziert, obwohl auch hier noch spannendes Material vorhanden sein dürfte. So bestand etwa in der Klasse 2 eine Arbeitsgemeinschaft zur Erforschung des öffentlichen Rechts im Generalgouvernement und der übrigen besetzten Gebiete. Sekretär der Klasse 2 war übrigens der Karl-Schmidt-Schüler Werner Weber, der nach dem Krieg nach Göttingen berufen werden sollte und Ende der 1950er Jahre Rektor der hiesigen Universität war. Alles in allem gibt es also eher zu viel als zu wenig Material, sodass eine Beschränkung Not tut. Ich werde daher im ersten Teil meines Vortrags auf das Verhältnis der Akademie zum Reichsjustizministerium eingehen und einen Überblick über die Gründung und Zielsetzung der Akademie sowie über ihre Mitglieder und Veranstaltungen geben. Der zweite Teil beschäftigt sich dann mit der Arbeit der Ausschüsse, wobei ein Schwerpunkt auf dem Jugendrechtsausschuss liegen wird. Zu diesem darf ich Sie auf einen Beitrag von mir verweisen, der über den Universitätsverlag Göttingen auch als freie Online-Publikation abrufbar ist.
Punkt 2, ADR und RJM, Konkurrenz oder Kooperation. Die Akademie für Deutsches Recht wurde auf Betreiben des Reichsleiters der Rechtsabteilung der NSDAP, Hans Frank, am 26. Juni 1933 mit Sitz in München gegründet und durch Gesetz der Bayerischen Landesregierung vom 22. September 1933 zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts in Bayern erhoben. Ein Jahr nach der Gründung erfolgte die Erhebung der Akademie zu einer Körperschaft des Reiches. Trotz des Hauptsitzes der Akademie in München fand der Geschäftsbetrieb zunächst überwiegend in Berlin statt. Dies änderte sich erst, nachdem in München 1939 das im Auftrag der Akademie gebaute Haus des deutschen Rechts fertiggestellt worden war. Hans Frank, der höchste Jurist im Deutschen Reich, der aufgrund seiner zahlreichen Funktionen in Staat und Partei auch als Reichsjuristenführer bezeichnet wurde, war 9 Jahre lang bis August 1942 Präsident der Akademie. Da Frank als Generalgouverneur im besetzten Polen seit Ende 1939 unter anderem für die Ermordung und den Hungertod Hunderttausender Polen, für die Deportation von 1 Million polnischer Zwangsarbeiter sowie für die Errichtung mehrerer Vernichtungslager mitverantwortlich war, wurde er 1946 im Nürnberger Hauptkriegsbrecherprozess wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt. Doch kehren wir zunächst zurück in das Jahr 1933. Mit der Akademie für Deutsches Recht hatte sich Frank eine Einrichtung geschaffen, die Funktionen eines Gesetzgebungsministeriums wahrnehmen sollte, denn ihre wichtigste Aufgabe bestand in der, Zitat, Erneuerung des deutschen Rechts im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung durch die Anregung, Begutachtung, Vorbereitung und Ausarbeitung von Gesetzentwürfen. Sie können das hier sehen, diese Aufgabe, die ergibt sich aus § 2 Nummer 1 der Satzung von 1933. Mit dieser Aufgabenzuweisung stand die Akademie formal in einem Konkurrenzverhältnis zum Justizministerium, auch wenn Frank betonte, dass die Akademie dazu berufen sei, Zitat, ohne Eingriff in die gesetzgeberischen Zuständigkeiten der Reichs- und Landesministerien, Anregungen zu Gesetzesänderungen, Begutachtung von Gesetzesentwürfen sowie kritische Stellungnahmen zu wichtigen öffentlichen Maßnahmen vorzubereiten. Wie sich aus § 3 der Satzung ergibt, war die Akademie als eine Einrichtung der Partei konzipiert, die nicht nur auf Antrag des Reichsleiters der Rechtsabteilung der NSDAP eingesetzt worden war, sondern auch von diesem, das heißt von Hans Frank, geleitet werden sollte. Zwar stand die Akademie nach § 8 der Satzung unter der Aufsicht des Staates, diese wurde aber durch das Bayerische Staatsministerium der Justiz wahrgenommen und bayerischer Justizminister war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Hans Frank, der sich somit selbst beaufsichtigte. Erst das Gesetz über die Akademie für Deutsches Recht vom 11. Juli 1934 und die als Anlage beigefügte überarbeitete Satzung enthielten keine Bezüge mehr zur NSDAP. Nach diesem Gesetz, das auf eine Initiative von Reichsjustizminister Franz Gürtner zurückging, wurde die Akademie in eine Körperschaft des Reiches umgewandelt und stand nun unter der Aufsicht der Reichsminister, der Justiz und des Innern. Da der Präsident der Akademie nach § 4 vom Reichskanzler berufen und entlassen werden sollte, war auch die zwingende Personalunion zwischen dem Reichsleiter der Rechtsabteilung der NSDAP und dem Führer der Akademie aufgehoben. Beides bedeutete eine Verschlechterung der Position Franks, wenngleich außer Frage stand, dass Frank das Amt des Präsidenten der Akademie einnehmen sollte. Hinzuweisen ist noch auf § 3 des Gesetzes, wonach es, wie schon nach der Satzung von 1933, Aufgabe der Akademie war, Zitat, in enger dauernder Verbindung mit den für die Gesetzgebung zuständigen Stellen das nationalsozialistische Programm auf dem gesamten Gebiete des Rechts zu verwirklichen. Enger kann man sich die Verflechtung von Wissenschaft und Politik kaum vorstellen, denn die Hauptaufgabe der Akademie bestand gerade darin, sich in den Dienst des NS-Regimes zu stellen. Kurz gesagt, die Akademie sollte mit Hilfe der Expertise aus Rechtswissenschaft und Praxis nationalsozialistische Rechtspolitik betreiben.
Nach der Entbindung Hans Franks von allen Parteiämtern und vom Amt des Akademiepräsidenten im August 1942 wurde der neue Reichsjustizminister Otto Georg Thierack Präsident der Akademie. Von dieser Personalunion versprach sich Thierack ganz erhebliche Synergieeffekte. Im Septemberheft der Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht von 1942 kündigte Thierack an, dass die Vereinigung dieser Ämter in seiner Hand es ermöglichen werde, Zitat, die Arbeit der Akademie stärker und unmittelbarer als bisher bei der Neugestaltung der deutschen Volksordnung einzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt, also Mitte 1942, bestanden noch 76 Ausschüsse und 11 Unterausschüsse zu einzelnen Rechtsgebieten sowie 10 volkswirtschaftliche Arbeitsgemeinschaften. Im Januar 1943 wurden sogar noch 3 neue Ausschüsse zur Vorbereitung einer Justizreform eingerichtet. Allerdings ließ die Arbeit im Laufe des Kriegsjahres 1943 merklich nach. Lediglich am Volksgesetzbuch wurde noch bis Sommer 1944 weitergearbeitet. Wie aber müssen wir uns das Verhältnis zwischen der Akademie und dem Reichsjustizministerium davor, das heißt in der Zeit von 1933 bis Sommer 1942, vorstellen? In der Literatur wird vor allem die Konkurrenz beider Einrichtungen bzw. von Hans Frank und Reichsjustizminister Franz Görtner hervorgehoben. Unstrittig ist, dass Frank, der wohl gehofft hatte, selbst einmal Reichsjustizminister zu werden, mit der Akademie eine Einrichtung geschaffen hatte, deren Aufgaben sich in weiten Teilen mit denen des Ministeriums deckte. Richtig ist auch, dass zu Beginn die Kompetenzen der Akademie unklar waren und Frank mehr erreichen wollte, als er am Ende durchsetzen konnte. Betrachtet man jedoch die Arbeit der Akademie etwas genauer, so lassen sich zahlreiche Beispiele finden, die für eine gute Kooperation zwischen der Akademie und dem Reichsjustizministerium sprechen. Dazu trug auch bei, dass Frank einen sogenannten Führerrat, eine Art Beirat des Präsidenten, einsetzte, der unter anderem mit folgenden Personen besetzt war: Reichsjustizminister Franz Görtner, Otto Thierack, damals noch sächsischer Justizminister, Franz Schlegelberger, Staatssekretär im Reichsjustizministerium, Hans Kerl, damals noch preußischer Justizminister, und dessen Staatssekretär Roland Freisler, der nach der sogenannten Verreichlichung der Justiz 1935 Staatssekretär im RJM wurde. Görtner und seine beiden Staatssekretäre Freisler und Schlegelberger nahmen an allen wichtigen Sitzungen der Akademie teil und hielten dort auch Vorträge. Zudem wurden 21 Ausschüsse von Ministerialbeamten aus den für die jeweiligen Rechtsgebiete zuständigen Ministerien geleitet, davon mehr als die Hälfte, nämlich 11 Ausschüsse von Freisler, Schlegelberger und weiteren Ministerialbeamten aus dem Reichsjustizministerium. Aber auch in den anderen Ausschüssen saßen regelmäßig die zuständigen Referatsleiter aus den mit den jeweiligen Materien befassten Ministerien. Dabei nutzte die Ministerialbürokratie die Ausschüsse, um Reformen anzustoßen, konkrete Aufträge zu erteilen oder um gutachterliche Stellungnahmen zu einzelnen Reformvorhaben einzuholen. So kündigte beispielsweise Erik Volkmar, Leiter der Abteilung 4 für Bürgerliches Recht und Bürgerliche Rechtspflege im Reichsjustizministerium, im Herbst 1937 an, dass das Ministerium demnächst an den Familienrechtsausschuss herantreten werde, um in enger Zusammenarbeit mit diesem einen Reformentwurf für das Ehegüterrecht zu erarbeiten. Im Mai 1938 wurde dann dem Familienrechtsausschuss vom zuständigen Sachbearbeiter des RJM ein 10-seitiger Fragebogen zur Neuordnung des ehelichen Güterrechts und der allgemeinen Ehewirkung zugeleitet. Der Familienrechtsausschuss gründete daraufhin einen neuen Unterausschuss für eheliches Güterrecht, der von April 1939 bis August 1942 an einem Gesetzesvorschlag zu den allgemeinen Ehewirkungen und dem ehelichen Güterrecht arbeitete, wobei eine Integration dieser Arbeit in das Volksgesetzbuch geplant war. Insgesamt waren an der Arbeit in den beiden familienrechtlichen Ausschüssen neben Abteilungsleiter Erik Volkmar, der bereits seit 1933 ordentliches Mitglied der Akademie war, weitere 6 RJM-Mitarbeiter aus der Abteilung 4 beteiligt. Hinzuweisen ist schließlich noch auf das von Erik Volkmar 1937 mit herausgegebene Handwörterbuch der Rechtswissenschaft, das später in der DDR auf der Liste der auszusondernden Literatur stand.
Dieses beginnt auf der ersten Seite mit einem längeren Artikel über die Akademie für deutsches Recht, der von dem langjährigen Verwaltungsdirektor der Akademie, Karl Lasch, verfasst worden war und die Kompetenzen der Akademie im Verhältnis zum Reichsjustizministerium folgendermaßen beschrieb. Zitat: Insbesondere bleibt die technische Bearbeitung der Gesetze Sache der Ministerien. Anders ist es bei der Gesetzgebung grundsätzlicher Art. Hier spielen Fragen von weltanschaulicher Bedeutung herein und hier ist es Sache der Akademie für deutsches Recht, sich in den Gesetzgebungsvorgang einzuschalten. Deutlich klarer beurteilte Reichsjustizminister Thierack nach seinem Amtsantritt das Verhältnis der beiden Einrichtungen. Die Akademie sei zwar, Zitat, kein Gesetzgebungsorgan, jedoch ein Beratungs- und Vorbereitungsorgan und damit eine wertvolle und unentbehrliche Stütze des Reichsjustizministeriums. In diesem Sinne lassen sich die Ausschüsse der Akademie als ständige Beratungskommission der Reichsministerien einordnen, auf deren Expertise insbesondere das Reichsjustizministerium gerne zurückgriff, wie auch das folgende Zitat von Thierack anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Akademie zeigt. Zitat: In der Akademie hat sich der nationalsozialistische Staat dafür ein völlig neuartiges Organ geschaffen, das den für die Ordnung der in Frage kommenden Lebensbereiche zuständigen obersten Reichsbehörden die Möglichkeit gibt, wichtige Gesetzentwürfe auf breiter Grundlage durch einen Ausschuss hervorragender sachkundiger Männer, die dem Lebensgebiet durch ihre Arbeit nahestehen, vorbereiten zu lassen. Punkt 3, Mitglieder, Veranstaltungen und Außenwirkung. Die Akademie war zwar bereits im Juni 1933 gegründet worden, ihre feierliche Proklamation erfolgt jedoch erst auf dem Nationalsozialistischen Juristentag in der Aula der Universität Leipzig am 2. Oktober 1933. Am Vortrag waren nach einem Aufmarsch am Augustusplatz tausende Juristen durch ein Spalier von SA und SS zum Reichsgericht gezogen. Dort forderte Hans Frank als Leiter des NS-Juristenbundes und der Tagung unter dem Banner durch Nationalsozialismus dem deutschen Volk das deutsche Recht die nun auf dem Reichsgerichtsplatz versammelten über 10.000 Juristen auf einen Treueeid auf den Führer zu schwören. Die Bilder von diesem Juristentag, die über die Presse ebenso wie über die zu einem großen Teil vom NS-Juristenbund betreuten juristischen Zeitschriften verbreitet wurden, zeugen von Franks Drang und Geschick zu pompös inszenierten Massenveranstaltungen, an denen häufig mehrere der von ihm geleiteten Institutionen und Organisationen beteiligt waren. Sie sehen hier nochmal rechts einen Bericht über den Juristentag in der Deutschen Richterzeitung und links eine Ansichtskarte mit dem Emblem des NS-Juristenbundes, der dann 1936 in NS-Rechtswahrerbund umbenannt wurde. Da ist der Parteiadler zu sehen mit Hakenkreuz kombiniert mit einer Waagschale als Symbol für die Gerechtigkeit. Und dann nochmal ein Blick in die Eröffnungsveranstaltung, die in einer der Messehallen in Leipzig stattgefunden hat. Auf der Mitgliederliste der Akademie von 1933-34, die rund 200 ordentliche Mitglieder zählt, finden sich neben Nazi-Größen wie Hermann Göring, Josef Goebbels, Wilhelm Frick, Rudolf Hess und Alfred Rosenberg auch zahlreiche Großindustrielle, wie Karl Bosch, Wilhelm von Opel, Karl Friedrich von Siemens und Fritz Thyssen. Auf der Folie können Sie eine Auswahl sehen hochrangiger Vertreter, vor allem aus der Wirtschaft und den Spitzen von Staat und Partei. Das sind insgesamt etwa 60 Personen, man hätte aber auch noch weitere nennen können. Aus der Professorenschaft gehörten 1933-34 rund 30 Personen zu den ordentlichen Mitgliedern, allerdings waren auch alle juristischen, die Rechts- und Staats- bzw. wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten sowie die Handelshochschulen korporative Mitglieder der Akademie. Die Mitglieder aus der Wirtschaft hatte Frank nicht umsonst berufen, denn zur Finanzierung der Akademie war er auf erhebliche Spendengelder angewiesen. Diese betrugen beispielsweise im Jahr 1936 rund 500.000 Reichsmark und im Jahr 1937 700.000 Reichsmark. Bereits 1935 hatte die Akademie für ihre Geschäftsstelle in Berlin,
die neben dem Hauptsitz in München bestand, ein Patrizierhaus am Leipziger Platz 15 für 1,25 Millionen Reichsmark erworben. Das sogenannte Mosse-Palais, das Sie hier sehen, das war die Stadtvilla des jüdischen Zeitungsverlegers Rudolf Mosse, die in den 1880er Jahren erbaut wurde und dann 1945 zerstört wurde. Der Kaufpreis für das Mosse-Palais im Jahr 1935 wurde zu einem Fünftel durch Spenden einer Bankengruppe und von Industriellen aufgebracht. 1 Million Reichsmark hatten 8 Versicherungsgesellschaften als Darlehen zur Verfügung gestellt, allerdings war die Rückzahlung in keiner Weise gesichert. Das Problem wurde schließlich dadurch gelöst, dass die beiden Akademiemitglieder, Reichsjustizminister Franz Gürtner und Reichsfinanzminister Schwerin von Krossigk, vereinbarten, dass das Reich die jährlichen Raten von 50.000 Reichsmark zu Lasten des Haushalts des Reichsjustizministeriums übernahm. Im Gegenzug musste die Akademie im Gebäude am Leipziger Platz Reichsminister Hans Frank die Räumlichkeiten für sein Ministerbüro unentgeltlich zur Verfügung stellen. Aber auch bei den laufenden Ausgaben schaute Frank nicht aufs Geld. Er stattete das Berliner Palais luxuriös aus und ließ in jedem Arbeitsraum ein eigenes Porträt neben dem Hitlerbild aufhängen. Die hohen Ausgaben für Repräsentation, insbesondere für Blumenschmuck in den Büros, Geschenke für Besucher und den Einsatz der Dienstwagen, jährliche Reisekosten von 100.000 Reichsmark und Extravaganzen wie die Anschaffung und Wartung eines Motorbootes wurden vom Rechnungshof ebenso wie ein Fehlbetrag von 160.000 Reichsmark im Jahr 1937 gerügt. Auch die Veranstaltungen der Akademie wurden mit viel Pomp inszeniert und verursachten demzufolge hohe Kosten. So begann die dritte Jahrestagung im Oktober 1936 in München mit der Eröffnung der Ausstellung »Das Recht in der Akademie der bildenden Künste«. Für die Ausstellung, die 6 Wochen geöffnet war und in dieser Zeit rund 8.000 Besucher zählte, waren im Haushalt der Akademie 5.000 Reichsmark eingestellt, tatsächlich wurden aber 40.000 Reichsmark verausgabt. Die Ausstellung umfasste 4 Abteilungen, wobei die Bereiche das deutsche Recht bis zur Machtergreifung des Nationalsozialismus und das Recht im Dritten Reich im Zentrum standen. Schlusspunkt der dritten Jahrestagung, an der auch viele ausländische Gäste teilnehmen, war die Grundsteinlegung zum Haus des deutschen Rechts. Zur Errichtung dieses Gebäudes hatte die Akademie ein Grundstück in der Ludwigstraße in München für 1,3 Millionen Reichsmark erworben, wobei der Kaufpreis fast vollständig vom Land Bayern und der Stadt München aufgebracht worden war. Für die Errichtung des Gebäudes gewährte die Reichsversicherungsanstalt ein Darlehen von 2,1 Millionen Reichsmark und das Reichsjustizministerium übernahm erneut die Tilgung des Darlehens nebst Zinsen. Hier können Sie 3 Zeugnisse aus dem Jahr 1936 anlässlich der Grundsteinlegung sehen. Einmal eine Postkarte, dann ein Ehrenschlüssel aus Messing mit dem Emblem des Rechtswahrerbundes, etwa 20 cm groß, der vermutlich während der Grundsteinlegung den anwesenden Persönlichkeiten zur Erinnerung überreicht wurde. Und ein Zitat von Hans Frank zu seinem Projekt im Haus des deutschen Rechts, das er als monumentalen Hauptbau des deutschen Rechtslebens bezeichnete. Tatsächlich schuf sich Hans Frank mit dem Haus des deutschen Rechts ein monumentales Gebäude, das nach 2,5 Jahren Bauzeit im Frühjahr 1939 bezogen werden konnte. In dem Gebäude ist heute übrigens ein Teil der Universitätsbibliothek München untergebracht. Hans Frank verband die feierliche Einweihung des Hauses mit der Verkündung der Schaffung eines deutschen Volksgesetzbuchs, das in volkstümlicher Sprache geschrieben sein und das bürgerliche Gesetzbuch von 1900 vollständig ersetzen sollte. Die Forderung im NSDAP-Parteiprogramm von 1920 nach einem, Zitat, Ersatz für das der materialistischen Weltordnung dienende römische Recht durch ein deutsches Gemeinrecht, das war Punkt 19 des Parteiprogramms, sollte nach Franks Vorstellung in der nun einsetzenden Arbeit am Volksgesetzbuch im Haus des deutschen Rechts verwirklicht werden. Geplant waren 8 Bücher, nämlich Personen-, Familien-, Erb-, Vertrags-, Eigentums-, Arbeits-, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht. Und in den ersten Jahren arbeiteten 19 Ausschüsse der Akademie mit zeitweise bis zu 200 Mitarbeitern an den Entwürfen zum Volksgesetzbuch.
Allerdings verschoben sich kriegsbedingt allmählich die Prioritäten, sodass das größte Projekt der Akademie nicht mehr fertiggestellt werden konnte. Lediglich der Entwurf zum ersten Buch, Der Volksgenosse, wurde 1942 noch veröffentlicht. An ihm arbeiteten 11 Juristen mit, darunter auch die späteren Göttinger Professoren Karl Michaelis, Wolfgang Siebert und Franz Wiaker. Diese drei gehörten ebenso wie der Strafrechtler Georg Dahm, der an einzelnen Abschnitten des ersten Buches mitgearbeitet hatte, der sogenannten Kieler Schule an, auf die später noch zurückzukommen sein wird. Dem ersten Buch vorangestellt waren 25 Grundregeln, die nicht nur im Umfang, sondern auch im Hinblick auf Stil und Sprache eher an die 25 Punkte des NSDAP-Parteiprogramms von 1920 als an ein bürgerliches Gesetzbuch erinnerten. Schließlich ist noch auf die als Propagandamittel genutzte Pflege der internationalen Beziehungen einzugehen, die als Aufgabe bereits in der Satzung der Akademie von 1933 erwähnt war. Auf allen Jahrestagungen und Vollsitzungen der Akademie waren neben der Politprominenz, die ja in weiten Teilen zu den ordentlichen Mitgliedern zählte, stets zahlreiche, darunter auch hochkarätige Gäste aus dem Ausland, teilweise auch als Redner eingeladen. Aber auch Botschafter und Gesandte aus vielen europäischen Ländern, aus Südamerika, Afrika und Asien, nahmen als Ehrengäste an den Veranstaltungen der Akademie teil. Zudem war schon früh, wohl noch 1933, eine Auslandsabteilung gegründet worden, die rechtsvergleichende Forschungsarbeiten durchführte und den wissenschaftlichen Austausch mit Juristen aus dem Ausland pflegte. Ihre Aufgabe bestand unter anderem auch darin, Zitat, die im Ausland vielfach bestehenden irrigen Auffassungen über den deutschen Staat und sein Rechtsleben zu berichtigen. Zur Erfüllung dieses Zwecks galt es, wieder Zitat, zu sondieren, wo im Ausland die geeigneten Persönlichkeiten für eine wissenschaftliche Gemeinschaftsarbeit mit deutschen Juristen zu finden waren. Bereits auf der ersten Jahrestagung der Akademie im Juni 1934 waren Juristen aus zahlreichen europäischen Ländern eingeladen und im Anschluss wurde die Arbeitsgemeinschaft der ausländischen Freunde der Akademie für deutsches Recht mit Landesgruppen für Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, England, Italien, Jugoslawien, Holland, Polen, Norwegen, Schweiz, Spanien und Ungarn eingesetzt. Des Weiteren wurden bilaterale Arbeitsgemeinschaften zunächst mit Polen und Italien gegründet. All dies dürfte dazu beigetragen haben, dass der Kreis der ausländischen Bezieher der Zeitschrift der Akademie für deutsches Recht bereits 1935 auf fast 2000 Leser gewachsen war. Ein Eindruck von der Wirkung der Jahrestagungen auf die ausländischen Gäste vermitteln die Tischreden, die zum Abschluss der zweiten Jahrestagung der Akademie Ende Juni 1935 gehalten wurden, nachdem Hans Frank die 80 ausländischen Juristen aus 20 Ländern zu einem gemeinsamen Mittagessen ins Hotel Vier Jahreszeiten in München eingeladen hatte. Sie zeugen, auch wenn die Redner im Vorfeld vermutlich ausgewählt worden waren, davon, dass Frank sein Ziel, die ausländischen Teilnehmer zu beeindrucken, in jeder Hinsicht erreicht hatte. So verglich ein Gast aus Dänemark das Dritte Reich gar mit einem bunten Glasfenster einer Kirche, dessen Glanz man nur in der Kirche nicht hingegen von außen erfassen könne. Zitat, mit dem Nationalsozialismus ist es für uns Ausländer ungefähr dasselbe. Man muss in dieses Gebäude hineingehen, von außen versteht man es nicht, da erscheint alles grau. Ich muss gestehen, dass die offene Tür, die Sie, Exzellenz, mit der Akademie für deutsches Recht aufgerichtet haben, so bezaubernd ist, dass unsere Kollegen in der ganzen Welt Lust bekommen, durch diese Tür hineinzugehen und von innen das schöne neue Gebäude des Dritten Reiches zu sehen, um es dann zu verstehen und den Landsleuten in der Heimat zu erzählen, dass hier in Deutschland neue Gedanken herrschen, die moralisch und schön, ethisch und ästhetisch sind und die ganze Welt brauchte. Unmittelbar vor diesem Mittagessen hatte Hans Frank einen Festvortrag mit dem Titel »Die nationalsozialistische Revolution im Recht in Anwesenheit von Adolf Hitler« gehalten und diesem dabei versichert, Zitat, »durch die Beziehungen des deutschen Volkes zu ihnen ist zum ersten Mal in der Geschichte der Begriff Liebe zum Führer ein Rechtsbegriff geworden«.
Auf der dritten Jahrestagung der Akademie für Deutsches Recht im Oktober 1936, die am ersten Tag mit der Eröffnung der Ausstellung Das Recht begann und am dritten Tag mit der Grundsteinlegung für das Haus des deutschen Rechts endete, war der zweite Tag dem Thema Recht des Auslandes gewidmet. Unter den zahlreichen ausländischen Gästen war unter anderem auch der italienische Justizminister. Den ersten Vortrag zum Thema Partei und Staat im Faschismus hielt Professor Arturo Mappicchiati, ein faschistischer Intellektueller, der zeitweise hohe Ämter in der faschistischen Partei bekleidete und 1938 zum Kanzler der von Mussolini errichteten Accademia d'Italia ernannt wurde. Vorträge italienischer Gäste zum Faschismus finden sich, wohl auch aufgrund der guten Kontakte Hans Franks nach Italien, zwar häufiger, aber auch Vertreter anderer Länder kamen zu Wort. Auf zwei Referenten sei dabei besonders hingewiesen. Erstens auf den bekannten britischen Historiker Arnold Toynbee, der im Februar 1936 einen Vortrag vor dem Völkerrechtsausschuss sowie einen weiteren Vortrag auf der 10. Vollsitzung der Akademie mit dem Titel Peaceful Change hielt, in dem er am Ende auch eine Perspektive zur Rückgabe der deutschen Kolonien entwickelte. Zweitens ist auf einen Vortrag des französischen Völkerstrafrechtlers Henri Dundieu de Vèpre im Februar 1935 hinzuweisen. Dundieu, der damals Dekan der juristischen Fakultät der Sorbonne und korrespondierendes Mitglied der Akademie war, ging in seinem Vortrag über die internationale Bekämpfung der Delikte des Völkerrechts auf solche Verbrechen ein, die über die nationalen Grenzen hinaus die universale Sozialordnung bedrohten. Dazu rechnete er insbesondere die Seeräuberei, den Frauen- und Mädchenhandel, den Rauschgifthandel, den Terrorismus und die Angriffskriegspropaganda. Da bei der Verfolgung und Bestrafung dieser völkerrechtlichen Delikte die nationalen Gerichtshöfe an ihre Grenzen kämen, forderte Donadieu die Errichtung eines internationalen Strafgerichtshofs. Nach dem Krieg sollte Dondieu als oberster französischer Richter am Internationalen Militärgerichtshof im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher auch das Urteil über Hans Frank sprechen. Sie sehen hier auf dem großen Foto in der Mitte Dondieu mit Hans Frank rechts. Links sitzt der Münchner Ordinarius Wilhelm Kisch, der Lehrer von Hans Frank und der stellvertretende Akademiepräsident bis 1937. Darunter dann zwei kleinere Fotos. Wieder in der Mitte Dondieu als Richter in Nürnberg und dann auf dem Foto rechts nochmal Hans Frank in Nürnberg 1946. Die Entscheidung über das Strafmaß für Hans Frank erging nicht einstimmig. Während alle anderen Richter für die Todesstrafe stimmten, sprach sich Dondieu für lebenslange Haft aus. Ich komme zu meinem zweiten Schwerpunkt, der Arbeit der Ausschüsse. In der Akademie wurden zu nahezu allen Rechtsgebieten Ausschüsse eingerichtet, die wiederum Unter- und Sonderausschüsse einsetzten oder Arbeitsgemeinschaften gründeten, die wie selbstständige Ausschüsse agierten und teilweise intensiver arbeiteten als die ursprünglich eingesetzten Hauptausschüsse. Insgesamt existierten fast 100 solcher Ausschüsse. Ich habe Ihnen hier mal einen Überblick gegeben über alle Ausschüsse. Im Fettdruck sind die wenigen Ausschüsse aufgeführt, auf die ich später noch kurz eingehen werde. Angesichts der Masse an Material kann hier noch nicht einmal ein Überblick, geschweige denn eine umfassende Auswertung der Arbeit der Ausschüsse erfolgen. Was ich Ihnen bieten kann, sind immerhin einige Daten. Ursprünglich war eine Mitgliederzahl von 10 bis 15 Personen pro Ausschuss geplant. Einzelne Ausschüsse erreichten aber eine Größe von bis zu 40 Mitgliedern. Zusätzlich gab es nichtständige Mitarbeiter, Referenten und Gäste, die zu einzelnen Sitzungen eingeladen wurden. Nicht alle Mitglieder der Ausschüsse waren auch ordentliche Mitglieder der Akademie und es gab auch ordentliche Mitglieder, die keinem Ausschuss angehörten. Als Expertengremien waren die Ausschüsse in der Regel interdisziplinär besetzt, wobei die Mitglieder aus den einschlägigen Feldern der Wissenschaft und Praxis, der Ministerialbürokratie und diverser NS-Institutionen kamen. Aus der Wissenschaft arbeiteten fast alle namhaften Rechtswissenschaftler der NS-Zeit mit, wobei diese nach dem Krieg auch ganz überwiegend zu den bekannten Rechtslehrern der jungen Bundesrepublik gehörten.
Die Auswahl der Themen und die Art ihrer Bearbeitung oblag den Ausschussvorsitzenden, wobei die Produktivität der Ausschüsse sehr unterschiedlich ausfiel. Es gab Ausschüsse, die während ihres Bestehens nur ein- bis zweimal tagten, während in anderen Ausschüssen fast 50 Sitzungen abgehalten wurden. Die Sitzungen waren regelmäßig ein- bis zweitägig angesetzt, konnten aber auch bis zu 5 Tage andauern. Etwa die Hälfte der Ausschüsse wurde von Professoren geleitet, nicht ganz ein Viertel von Ministerialbeamten, das hatten Sie vorher schon auf der Folie gesehen, und den restlichen Ausschüssen führten überwiegend Personen aus der Wirtschaft oder NS-Funktionäre den Vorsitz. Aus der Ausschussarbeit selbst möchte ich Ihnen zunächst 2 Beispiele vorstellen, bei denen es um das Recht in den besetzten Gebieten geht. Beispiel 1. Der bereits erwähnte Ausschuss für Völkerrecht, vor dem Toynbee 1936 vorgetragen hatte, war mit namhaften Völkerrechtlern besetzt, von denen die meisten ihre Karrieren nach 1945 ungebrochen fortsetzen konnten. Bruns, Berber und Bilfinger arbeiten zudem in der völkerrechtlichen Arbeitsgemeinschaft der Klasse 2 der Abteilung für Rechtsforschung mit, die sich mit Grundsatzfragen des Völker-, Volkstums-, Minderheiten- und Nationalitätenrechts beschäftigte. Weitere Teilnehmer der Sitzungen dieser Arbeitsgemeinschaft waren in den Jahren 1937 und 1938 unter anderem aus der Kieler Schule Georg Dahm, Ernst Rudolf Huber, Paul Ritterbusch und Friedrich Schaffstein, aber auch die Staatsrechtler Rudolf Smend und Karl Schmidt sowie dessen Schüler Werner Weber. Der Völkerrechtsausschuss wandte sich im Juni 1940 neuen Aufgaben zu, insbesondere den völkerrechtlichen Fragen hinsichtlich Polens, wobei es unter anderem die Frage ging, ob die Haager Landkriegsordnung die Regelungen zum Schutz der Zivilbevölkerung und der Kriegsgefangenen enthielt, auf das besetzte Polen anwendbar sei. Berichterstatter war der Leipziger Ordinarius Hans Gerber, damals Kriegsgerichtsrat beim Oberkommando der Wehrmacht und ein überzeugter Nationalsozialist, der die Auffassung vertrat, dass, und jetzt kommen eine ganze Reihe Zitate, dass der Zustand, der heute im Generalgouvernement besteht, nicht den Voraussetzungen entspreche, von denen die Haager Landgerichtsordnung ausgehe. Die besetzten polnischen Gebiete hätten ihr Dasein deutscher politischer Entscheidung zu danken und die polnischen Einwohner des Gouvernements genössen den Schutz des Deutschen Reiches, lebten aus der Entfaltung seiner Ordnungsmacht. Auch die polnischen Kriegsgefangenen seien keine Kriegsgefangenen im üblichen Sinne, da sie aus diesem Zustand durch die Neuordnung, die wir im Gouvernement haben, bereits herausgewachsen seien und sich in einem neuartigen Zustand befänden. In der anschließenden Diskussion bemerkte Graf von Moltke, dass er nicht verstehen könne, Zitat, wie man die Geltung der Haager Landkriegsordnung in dem besetzten Gebiet abstreiten wolle. Im Verlauf der weiteren Diskussion wies Gerber darauf hin, Zitat, dass wir mit bestimmten bisherigen völkerrechtlichen Grundauffassungen der gegenwärtigen Zeit gebrochen haben. Wir halten die Sache im Dunkeln und gerade dieses im Dunkeln halten ist wohl ein Zug unserer politisch-taktischen Kriegsführung, in der wir noch mittendrin stehen und wir müssen von dieser Position aus nun auch die Stellung des Gouvernements nach außen verteidigen. Demzufolge sei der Standpunkt einzunehmen, dass die Haager Landkriegsordnung, die eine gewisse Fürsorgepflicht für das besetzte Gebiet vorsehe, nicht gelten könne. Abschließend stellte Gerber noch die Frage, Zitat, ob wir mit der gesamten Besetzung so verfahren können. Gemeint waren vermutlich die gerade besetzten Benelux-Länder und Frankreich. Er beantwortete diese Frage, diese rhetorisch gemeinte Frage, sogleich dahingehend, dass dem völkerrechtlich nichts entgegenstände. Der Vorsitzende Viktor Bruns schloss daraufhin die Sitzung mit der Bemerkung, Zitat, es wäre vielleicht zweckmäßig gewesen, um gewisse Zweifel zu vermeiden, nicht von einem Generalgouvernement für die besetzten Gebiete zu sprechen, sondern das Wort besetzt wegzulassen. Diese Diskussion stellt geradezu ein Paradebeispiel für das bereits 1933 von Karl Schmidt propagierte nationalsozialistische Rechtsdenken dar, wonach der Nationalsozialismus, Zitat, überall zahlreiche neue Ordnungen schafft, die wir vor uns wachsen sehen und die ihr inneres Recht mit sich bringen. Den Juristen kam dann die Aufgabe zu, die notwendige Umdeutungsarbeit zu leisten.
Dieses radikale Ordnungsdenken war somit darauf ausgerichtet, den Gegensatz zwischen juristischer Norm und politischem Faktum aufzulösen. Beispiel 2. Die Mitglieder des Ausschusses für Nationalitätenrecht waren überwiegend überzeugte Nationalsozialisten und galten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auch schon unmittelbar nach dem Krieg als stark belastet. Der Vorsitzende des Ausschusses, der promovierte Jurist Hermann Behrens, hatte unter anderem in der SS Karriere gemacht und war 1944 als höherer SS-Polizeiführer an Verbrechen in Serbien und Montenegro beteiligt. 1946 wurde er nach Jugoslawien ausgeliefert und dort 1948 hingerichtet. Der 1935 eingesetzte Ausschuss, der sich bis 1939 vor allem mit der Rechtsstellung der Auslandsdeutschen, dem Recht von Minderheiten und der rassenpolitischen Vereinheitlichung der Rechtssprache in einem eigenen Unterausschuss für terminologische Angelegenheiten beschäftigt hatte, richtete nach Kriegsbeginn seine Arbeit auf die neuen Aufgaben aus, insbesondere auf die Rechtsgestaltung deutscher Polenpolitik. Hierzu führte der Vorsitzende auf der Sitzung vom 8. Dezember 1939 aus. Zitat: Erstens, wir müssen die Arbeit aufteilen in solche Dinge, die dringlich sind. Dazu gehört das, was noch schnell im Kriege gemacht werden soll. Was kann man außer Totschießen, Evakuieren und so weiter noch machen, um den Boden freizumachen für das deutsche Volk im Reichsgebiet? Die zweite Aufgabe ist auch drängend. Wir sollten versuchen, unsere Maßnahmen rechtlich so zu untermauern, dass wir den Angriffen der Propaganda der Feinde, aber auch am Verhandlungstisch mit einer wirklichen Rechtsgrundlage entgegentreten können, nicht nur mit dem Schein des Rechts. Auf der Sitzung vom 14. Juni 1940 wurden dann mehrere Aufgaben konkret benannt, unter anderem die, Zitat, sorgfältige Bearbeitung der Assimilationsmethoden und Möglichkeiten vom rassischen, völkischen und rechtlichen Denken her, sowie die Schaffung von Überlegungsgrundlagen für die staats- und völkerrechtliche Zukunftsgestaltung der besetzten Gebiete. Zum ersten Punkt wurde ergänzend die Frage gestellt, Zitat, ob wir uns bemühen sollten, die Wege zu ermitteln, wie wir einen gewissen Reduktionsprozess des polnischen Volkes organisieren könnten. Diskutiert wurden diese Aufgaben und Fragen auf der Grundlage der von Werner Hasselblatt im Januar 1940 vorgelegten Denkschrift zur Rechtsgestaltung deutscher Polenpolitik nach volkspolitischen Gesichtspunkten, deren erste These, das können Sie auf der Folie mitlesen, die Vernichtung des polnischen Volkes als nicht möglich einordnete und die erhebliche Reduktion nur bei besonders günstigen Voraussetzungen für praktisch durchführbar hielt. In der letzten These heißt es, dass dem polnischen Volk eine harte und schwere Zukunft bevorstehe und es in jeder Hinsicht notleiden werde. Die Denkschrift selbst war in 7 Teile gegliedert. Punkt 3 trug die Überschrift zum biologischen Volkstumskampf, der große Vorsprung der Polen, und hatte die, Zitat, stark ausgeweitete Gebärmächtigkeit des polnischen Volkes zum Gegenstand. Zur Ausschaltung dieses Fortpflanzungsprozesses wurden unter anderem die, Zitat, Einführung eines langfristigen Arbeitsdienstes im Reich sowie ein Eheverbot vorgeschlagen. Einige Seiten weiter heißt es dann wieder, Zitat, grundsätzlich sollten wir dem polnischen Volk, dem wir eine harte Zukunft nicht ersparen können, die Wohltat der Befreiung von allen Juden, praktisch jedenfalls von zahlreichen, besonders parasitären Juden, zubilligen. Zitat Ende. Die Denkschrift war das gesamte Jahr 1940 Diskussionsgegenstand in Sitzungen des Nationalitätenrechtsausschusses, einer weiteren Arbeitsgruppe und eines Unterausschusses, der von Hasselblatt geleitet wurde. In diesem Unterausschuss äußerte sich Hasselblatt dahingehend, dass es das Ziel sein müsse, in den an das Deutsche Reich angegliederten polnischen Gebieten, gemeint waren die sogenannten Reichsgaue Warteland und Danzig-Westpreußen, von den dort lebenden 7 bis 8 Millionen Polen binnen 2 Generationen 4 bis 5 Millionen zum Verschwinden zu bringen und den Rest beispielsweise ins Generalgouvernement umzusiedeln.
Nach einer Überarbeitung wurde die Denkschrift im April 1941 über Theodor Oberländer, der in den 1950er Jahren Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte war, an die Reichskanzlei zur weiteren Verwendung weitergeleitet. Es überrascht daher nicht, dass die Denkschrift 1946 als Beweisstück für den Plan zur Unterjochung Polens und zur Vernichtung des Polentums in den Hauptkriegsverbrecherprozess vor dem Internationalen Militärgerichtshof eingeführt wurde. Denn der Nationalitätenrechtsausschuss hatte sich mit der Beteiligung an der Planung der sogenannten Schaffung von Lebensraum im Osten vollständig in den Dienst der Expansions- und Vernichtungspolitik des NS-Regimes gestellt. Ich komme jetzt zum letzten Punkt, den Nachwirkungen am Beispiel des Jugendrechtsausschusses. Dem 1934 eingerichteten Jugendrechtsausschuss waren von Anfang an drei Arbeitsgebiete zugewiesen, die seit 1937 durch die drei Arbeitsgemeinschaften für Jugendarbeitsrecht, Jugendpflegerecht und Jugendstrafrecht wahrgenommen wurden. Der Jugendrechtsausschuss und seine Arbeitsgemeinschaften tagten zwischen 1934 und 1941 fast 20 Mal, wobei insgesamt rund 90 Personen als Mitglieder, sonstige Mitarbeiter, Referenten oder Gäste in die Arbeit eingebunden waren. Zu den Mitgliedern gehörten hohe NS-Funktionäre wie Hans Frank, die beiden Reichsjugendführer Baldur von Schirach und sein Nachfolger Arthur Axmann, Reichsjustizminister Franz Gürtner sowie alle in der NS-Zeit führenden Vertreter des Faches aus Wissenschaft, Praxis, Ministerialbürokratie und Parteieinrichtungen. Sie können hier auf der Folie mal nur eine ganz kleine Auswahl der Mitglieder in dem Ausschuss sehen. Aus dem Reichsjustizministerium arbeiteten neben Staatssekretär Roland Freisler 6 weitere Ministerialbeamte mit, unter anderem auch der Leiter und der stellvertretende Leiter der Strafrechtsabteilung. Personell noch stärker vertreten war die Reichsjugendführung, aber auch Mitarbeiter aus weiteren 4 Reichsministerien sowie aus der Reichsfrauenführung und der NS-Volkswohlfahrt waren Mitglieder im Jugendrechtsausschuss. Das Reichspolizeikriminalamt war mit Paul Werner, dem stellvertretenden Leiter des Amtes, dem Kriminalbiologen Robert Ritter sowie mit Friederike Wieking, der Leiterin der weiblichen Kriminalpolizei und der Reichszentrale zur Bekämpfung der Jugendkriminalität, vertreten. Alle drei waren in unterschiedlichen Funktionen für die ab 1940 eingerichteten sogenannten Jugendschutzlager, davon eines hier in Moringen, verantwortlich. Der Vorsitz der 1937 neu eingerichteten drei Arbeitsgemeinschaften, die wie selbstständige Unterausschüsse agierten, wurden auf drei Mitglieder der Kieler Schule, auf Friedrich Schaffstein, Wolfgang Siebert und Franz Wiager, übertragen. Alle drei starteten als junge Privatdozenten, 24 bis 27 Jahre alt, in das Jahr 1933. Als erster wurde Schaffstein noch 1933 zum ordentlichen Professor ernannt. Es folgten Siebert 1935 in Kiel und Wiager 1937 in Leipzig. An der Kieler Fakultät waren alle drei in den Jahren 1935 und 1936 gemeinsam in der Lehre tätig, und genau in dieser Zeit wurde von der Reichsjugendführung an der Kieler Fakultät ein Seminar für Jugendrecht eingerichtet. In diesen Jugendrechtsseminaren, die sich auch an einigen anderen Universitäten finden, arbeiten Wissenschaftler und Studenten mit Vertretern der Hitlerjugend und mit Jugendrechtspraktikern eng zusammen. Aus dieser Gemeinschaftsarbeit am Kieler Seminar ging später die von Schaffstein, Siebert und Wiager gemeinsam herausgegebene Reihe Schriften zum Jugendrecht hervor. 1936-37 waren alle drei jedoch noch keine ausgewiesenen Experten im Jugendrecht, sondern hatten gerade erst begonnen, sich in die Materie einzuarbeiten. Die Übertragung der Leitung der drei Arbeitsgemeinschaften auf Schaffstein, Siebert und Wiager war daher keine Entscheidung zugunsten der Fachkompetenz, sondern eine für drei junge Dozenten der Kieler Schule. Die Kieler Fakultät war zwischen 1933 und 1935 vom Reichserziehungsministerium zur sogenannten Stoßtruppfakultät umfunktioniert, das heißt nach Vertreibung und Versetzung fast aller Ordinarien der Fakultät mit jungen, politisch zuverlässigen Dozenten besetzt worden,
wie nach den Plänen des Ministeriums die sogenannte Rechtserneuerung in Forschung und Lehre umsetzen sollten. Zur Kieler Schule gehörten insgesamt 10 junge Rechtswissenschaftler aus der Kriegsjugendgeneration, von denen die bekanntesten Ernst Rudolf Huber und Karl Lahrens sind. Anhand der Übersicht zur Kieler Schule ist deutlich zu erkennen, dass alle, wie übrigens auch die Lehrer Julius Binder, Herbert Meyer und Karl Schmidt, Mitglied in der Akademie für Deutsches Recht waren und sich überwiegend dort auch stark engagiert haben. Die engen Netzwerke zwischen den Mitgliedern der Kieler Schule zeichnen sich durch eine wissenschaftliche Gemeinschaftsarbeit, durch die Beteiligung an der Aktion Ritterbusch, dem Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften, sowie durch die Bemühungen um eine Studienreform in der NS-Zeit aus. Auffällig sind aber auch die gemeinsamen Stationen, die in unterschiedlichen Konstellationen von Göttingen über Kiel, Leipzig, Straßburg und nach 1945 wieder Göttingen bzw. Kiel reichen. Allerdings überlebten 2 ehemalige Kieler den Krieg nicht, nämlich Busse und Ritterbusch, und für 2 weitere gab es in der Nachkriegszeit keine berufliche Perspektive. Eckert erhielt keinen Lehrstuhl mehr und zog sich daraufhin als Privatgelehrter nach Witzenhausen zurück. Dahm, der ebenfalls mit einem Lehrverbot belegt war, ging zunächst nach Ostpakistan und wurde erst 1955 nach Kiel zurückberufen, wo auch Lahrens bis 1960 lehrte. Wiacker, Siebert, Schaffstein, Michaelis und Huber fanden sich hingegen nach und nach in Göttingen ein und wurden, bis auf den früh verstorbenen Siebert, auch alle Mitglied in der Göttinger Akademie der Wissenschaften. Doch zurück zum Jugendrechtsausschuss. Vieles, was dort diskutiert wurde, hatte zwar ältere Wurzeln, die jedoch nach 1933 ganz erheblich ideologisch angereichert wurden. Vor allem aber legten die 3 Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften, dem Jugendpflege- und Jugendstrafrecht, eine neue Konzeption zugrunde, indem sie 4 voneinander abgrenzbare Bereiche definierten. Diese neue Konzeption beruhte auf mehreren Schriften von Schaffstein, einer Publikation von Wiacker, die ab 1941 auch über das Lehrbuch von Siebert Grundzüge des deutschen Jugendrechts starke Verbreitung fand. Alle Publikationen nahmen aufeinander Bezug bzw. gaben die Überlegungen als Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit wieder. Ausgangspunkt war dabei die Forderung nach einer gründlichen Entlastung der Fürsorgeerziehung, das ist die Gruppe 1. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten zunächst geistig und körperlich Behinderte möglichst günstig in Heil- und Pflegeanstalten verwahrt werden, wie es hieß. Das ist die Gruppe 3. Unerziehbare und sogenannte asoziale Jugendliche, die sich nicht strafbar gemacht hatten, sollten in die sogenannte Jugendbewahrung gebracht werden, die Gruppe 4. Wobei der Jugendrechtsausschuss annahm, dass davon ca. 15.000 Jugendliche betroffen sein könnten. Schaffstein hatte im Februar 1938 anlässlich der Diskussion über die Jugendbewahrung im Jugendrechtsausschuss das Kind auch beim Namen genannt und erstmals von Jugendkonzentrationslager gesprochen. Zudem stellte er klar, dass die Jugendbewahrung, Zitat, einerseits der Entlastung der Fürsorgeerziehung und andererseits dem Schutz der Allgemeinheit vor asozialen Elementen dienen sollte. Da es eine allgemeingültige Definition des asozialen Begriffs in der NS-Zeit nicht gab, wurden mit der Einordnung als asozial auch Jugendliche, die dem NS ablehnend gegenüberstanden oder durch normabweichendes Verhalten auffielen, in die Jugendschutzlager eingewiesen. Davon betroffen waren beispielsweise auch homosexuelle junge Männer, sogenannte Mischlinge oder Mitglieder der Swing-Jugend, deren Tanzstil mit, Zitat, in Hysterie geratenen Negern bei Kriegstänzen verglichen wurde. Schließlich sollten auch Jugendliche, die Schaffstein als hoffnungslos Kriminelle bezeichnete, aus der Fürsorgeerziehung herausgenommen und dem Strafvollzug unterstellt werden. Das ist die Gruppe 2. Nach Schaffstein gehörten dazu Jugendliche, Zitat, bei denen trotz des jugendlichen Alters Erbanlage und Vortaten einen eingewurzelten Hang zum Verbrechertum erkennen lassen. Für diese sollte ebenso wie für Jugendliche, die ein ungewöhnlich schweres Verbrechen begangen hatten, eine harte Strafe greifen. Die Strafe müsse für diese beiden Tätergruppen, so Schaffstein,
eine dem Erwachsenenstrafrecht entsprechende Funktion haben, nämlich die Ausscheidung des Jugendlichen aus der Gemeinschaft. Noch im Jahr 1937 präzisierte Schaffstein seine Ausführung bezüglich der hoffnungslos Kriminellen dahingehend, dass die Strafe als Reaktion auf die eingewurzelte verbrecherische Gesinnung dieser Jugendlichen notwendig sei. Daran anknüpfend entwickelte die von Schaffstein geleitete AG Jugendstrafrecht nach umfassender Diskussion im Januar 1941 Leitsätze für ein neues Jugendstrafrecht, die ebenfalls eine Jugendgefängnisstrafe für zwei Fälle vorsahen, nämlich zum einen bei schwerer Schuld bzw. schweren Folgen der Tat, sowie zum anderen in Fällen, in denen die Gesinnung des Jugendlichen unter Würdigung seiner Persönlichkeit eine Strafe erforderte. Ein daraufhin im Reichsjustizministerium auf der Grundlage dieser Vorarbeiten angefertigter Entwurf zum Reichsjugendgerichtsgesetz wurde dann im August 1941 auf einer fünftägigen Tagung der AG Jugendstrafrecht diskutiert. Mit leichten Modifikationen waren beide Fallkonstellationen in § 4 des Entwurfs enthalten, wonach Jugendgefängnis wegen der Größe der Schuld oder wegen der schädlichen Neigungen des Jugendlichen verhängt werden durfte. Den neuen Begriff der schädlichen Neigungen hatte man aus dem österreichischen Jugendstrafrecht übernommen, wo er in einem anderen Kontext eine Rolle spielte. Gemeint war aber das, was Schaffstein als die eingewurzelte verbrecherische Gesinnung bezeichnet hatte. Die in der Diskussion aufgekommene Frage, ob man schädliche Neigung auch bei einer erstmaligen Tat annehmen könne, bejahte Schaffstein mit dem Hinweis darauf, dass man, Zitat, aus der Lebensführung auch schädliche Neigungen feststellen könne. Zur Lebensführungsschuld, die nunmehr der Einzeltatschuld gleichgestellt war, hatten sich auch andere Mitglieder der AG Jugendstrafrecht geäußert. Mit ihr sollten Fälle erfasst werden, Zitat, in denen der Täter in eine kriminelle oder asoziale Existenz bereits hineingewachsen sei, sodass die Strafe als Sühne für die gemeingefährliche oder gemeinlästige gesamte Lebensführung erforderlich sei. Dieses Zitat stammt von Rudolf Sieverts, der ebenso wie Schaffstein später zu den führenden Jugendstrafrechtlern der Bundesrepublik gehören sollte. Dass der Jugendrechtsausschuss wesentliche Beiträge zum NS-Jugendstrafrecht geleistet hat, bezeugen zahlreiche Quellen. Hier sei lediglich auf das Geleitwort von Justizminister Thierack anlässlich des Inkrafttretens des Reichsjugendgerichtsgesetzes hingewiesen. Thierack bezeichnete das RJGG als eine Gemeinschaftsarbeit von Reichsjugendführung, Reichsjustizministerium und Jugendrechtsausschuss und hob die Bedeutung des Ausschusses namentlich auch von Friedrich Schaffstein für die gesamte Entwicklung auf dem Gebiete des Jugendrechts und insbesondere in Bezug auf die Einführung des Jugendarrests und des Reichsjugendgerichtsgesetzes besonders hervor. Was jetzt noch fehlt, sind die Nachwirkungen dieser Reformen über die NS-Zeit hinaus. Anfang der 1950er Jahre wurde das RJGG entnazifiziert, das heißt, es wurden diejenigen Regelungen, die man damals als NS-spezifisch einordnete, entfernt. Im Übrigen wurde aber in der Gesetzesbegründung von 1952 betont, dass nach übereinstimmender Auffassung in Rechtsprechung und Lehre das RJGG von 1943 ein Gesetzeswerk darstelle, das die bisher fortschrittlichste Kodifikation des Jugendstrafrechts in Deutschland enthalte. Dass dies die herrschende Auffassung war, überrascht kaum, denn nahezu alle führenden Jugendstrafrechtler der Nachkriegszeit waren vor 1945 Mitglied im Jugendrechtsausschuss. Diese personellen Kontinuitäten im Jugendstrafrecht waren allgemein bekannt, sie wurden aber gerade auch bei Schaffstein positiv gewürdigt. So heißt es in einer 1953 angefertigten Stellungnahme der Göttinger Juristischen Fakultät zu den wissenschaftlichen Arbeiten Schaffsteins anlässlich dessen Wiedereinstellung, Zitat, zu erfolgreicher kriminalpolitischer Wirksamkeit ist Schaffstein in den Jahren vor 1945 nur auf dem Gebiet des Jugendstrafrechts gelangt. Diese Tätigkeit kann ihm auch vom heutigen Standpunkt aus nicht als Belastung, sondern nur als besonderes Verdienst angerechnet werden.
Im selben Jahr, 1953, wurde auch die Jugendstrafe wegen schädlicher Neigung in § 17 JGG übernommen, und zwar als erste Alternative. Diese Regelung gilt bis heute unverändert fort. Und noch immer wird in der Mehrzahl der Fälle eine Freiheitsstrafe nicht wegen der Schwere der Schuld, sondern wegen schädlicher Neigung des Täters verhängt. Die Kontinuitäten betreffen dabei auch die Definition der schädlichen Neigung, wie sich aus einem Vergleich einer Ausführungsrichtlinie des Reichsjustizministeriums vom Januar 1944 mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ergibt. Das können Sie auf der unteren Hälfte der Folie sehen. Bis heute kann somit Jugendstrafe wegen schädlicher Neigung, das heißt aufgrund der bisherigen Lebensführung des Jugendlichen, verhängt werden, und zwar in Fällen, in denen die Tatschuld allein gerade keine Jugendstrafe rechtfertigt. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass, Zitat, ohne eigenes Zutun erlangte persönliche Dispositionen nicht die Schuld des Täters betreffen, sodass sich die Frage aufdrängt, wie sich eine Bestrafung wegen schädlicher Neigung mit dem strafrechtlichen Schuldprinzip in Einklang bringen lässt. Eine mögliche Erklärung dafür, dass sich die Jugendstrafe wegen schädlicher Neigung ebenso wie das vom Jugendrechtsausschuss entwickelte Zuchtmittel des Jugendarrests bis heute gehalten hat, könnte in der von führenden Jugendstrafrechtlern in den 1950er Jahren geschaffenen Legende von einer kontinuierlichen, von der NS-Ideologie freien Weiterentwicklung des Jugendstrafrechts liegen. Wir finden diese Legende unter anderem in dem führenden Lehrbuch zum Jugendstrafrecht von Friedrich Schaffstein, das 1959 in erster Auflage erschien, wobei die auf der Folie wiedergegebene Stelle trotz Bearbeiterwechsels bis 1995 völlig unverändert blieb. Erst seit 2014 fallen die Ausführungen zum Jugendstrafrecht im Nationalsozialismus etwas kritischer aus. Ich komme zum Schluss. Vergleicht man die finanziellen und geistigen Ressourcen, die in der Akademie für deutsches Recht über gut 10 Jahre gebunden waren, mit der Anzahl der Gesetze und Verordnungen, an denen die Akademie maßgeblich beteiligt war, so ist das gängige Urteil, dass die Arbeit der Akademie nicht besonders erfolgreich war, nachvollziehbar. Dennoch greift es zu kurz, insbesondere wenn man daraus den Schluss ziehen wollte, dass die Arbeit der Akademie keiner weiteren Aufarbeitung mehr bedarf. Die in meiner Einführung getroffene Aussage, dass die Protokolle der Akademieausschüsse eine unverzichtbare Quelle für die Beschäftigung mit Brüchen und Kontinuitäten der Entwicklung nahezu aller Rechtsgebiete im 20. Jahrhundert darstellen, möchte ich nochmals unterstreichen und dazu aufrufen, im Rahmen der historischen Forschung zu einzelnen Rechtsgebieten stärker als bislang die Arbeiten der Akademie zu berücksichtigen. Als NS-Einrichtung, die keine Vorläufer kannte und auch keinen Nachfolger fand, hat die Akademie für deutsches Recht einen umfangreichen Bestand hinterlassen, der Besonderheiten aufweist. Denn anhand der Protokolle lässt sich nicht nur der Verlauf von Reformdiskussionen in der NS-Zeit gut nachvollziehen, vielmehr zeichnen sich diese auch dadurch aus, dass sie sich aus Beiträgen der einschlägig arbeitenden Personen aus Wissenschaft und Praxis, Staat und Partei zusammensetzen und häufig nicht nur die juristische Perspektive erfassen, sondern aufgrund der interdisziplinären Zusammensetzung der Ausschüsse auch die Auseinandersetzung mit Ansätzen anderer Fächer belegen. Da zudem fast alle namhaften Juristen der NS-Zeit in diesen Ausschüssen tätig waren, stellen die Bestände der Akademie auch eine wertvolle Quelle für biografische Arbeiten oder die Analyse von Netzwerken dar. Ich schließe mit einer letzten Bemerkung zum Anliegen unserer Ringvorlesung. Die Protokolle und die für die Ausschüsse erstellten Gutachten und Denkschriften belegen in aller Deutlichkeit, dass von einer Distanz der Rechtswissenschaft zum NS-Regime keine Rede sein kann. Ganz im Gegenteil, die Akademie für deutsches Recht ist ein Paradebeispiel für die Kooperation zwischen Wissenschaft und Politik und teilweise auch der Wirtschaft, und zwar auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften. Schon allein deshalb hätte die Akademie für deutsches Recht den ihr gebührenden Platz in den Rechtsgeschichtsbüchern verdient. Vielen Dank.